Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin heute an meinem letzten Tag in Kroatien, in Dajla laufe ich los. Hier ist das Meer. Da ist die Sonne. Und hier bin ich. Ich laufe jetzt in Richtung Umag, aber nicht ganz so weit. Ich habe heute 1,5 Stunden Zeit. Und die werde ich nutzen. Noch einmal Kroatien, bevor ich nach Hause fahre. Bis gleich. Ich bin jetzt circa 20 Minuten unterwegs. Und es ist mein letzter Tag in meinem Urlaub in Kroatien hier. Schon ein bisschen schade. Hat Spaß gemacht. War wirklich schön. Dajla ist echt ein Geheimtipp. Da sind kaum Menschen, ein paar, aber nicht so viel. Wenn man nämlich nach Novigrad rüber geht, ist schon wieder tierisch voll und überlaufen von Touris. Deswegen Dajla, noch ein Geheimtipp. Bald aber nicht mehr, sage ich euch. Also ich laufe jetzt weiter und guck mal noch ein bisschen das Meer am letzten Tag. Ich bin jetzt eine Dreiviertelstunde unterwegs. Ich mache jetzt einen U-Turn an dem weltgeilsten Fußballplatz der Welt. Hier San Lorenzo oder wie das Kroatische heißt, weiß ich gar nicht so genau, kann ich gar nicht aussprechen. Scheißegal. Ja, sieht man das? Wo ist denn jetzt? Ich muss gerade mal gucken. Da ist das Tor. Ja, das ist das eine Tor. Und das ist das andere. So geil, weil es so hohes Gras ist, traue ich mich nicht da drauf zu gehen, weil es sind bestimmt die Viecher ohne Ende. Aber egal. Und direkt auf der anderen Seite, zack, Leitplanke und mehr. Ja, Modric und Co. hier mit dem Trikot haben dort geübt und sind Vize-Weltmeister geworden. Egal. Ich laufe jetzt wieder zurück. Dreiviertel Stunde wieder zurück. Dann habe ich 90 Minuten heute gemacht und bin glücklich und habe dann meinen letzten Lauf in Kroatien in diesem Urlaub absolviert. Alles cool. In den letzten 20 Minuten habe ich das Tempo ein bisschen angezogen. Bin ganz schön schnell gelaufen, weil ich ja heute eine halbe Stunde weniger laufe als beim letzten Mal. Deswegen muss ich ein bisschen schneller machen. Da drüben ist Dajla. Ich bin bald da. Ungefähr 10 Minuten. Dann habe ich meinen letzten Lauf in Kroatien heute. Für diesen Urlaub. Ich komme bestimmt wieder. Ich bin angekommen in Dajla. Noch ungefähr 200 Meter. Dann habe ich es geschafft. Hier ist die Strandpromenade. Und hier hinter mir ist die Beachbar, in der ich ab und zu mal war. Dazu kann ich was erzählen. 3 große Bier, 1 kleines Bier, 2 Weißwein, 2 Eis für 100 Kuna. Unter 100 Kuna. Ich habe 100 Kuna gegeben, weil ich Trinkgeld gegeben habe. Ich glaube irgendwie 89 Kuna oder irgend sowas. Das sind 13, 14 Mark. 26, 28 Mark. 13, 14 Euro. Kann man nichts sagen. Direkt am Strand, in der Strandbar, besoffen, wieder nach Hause gegangen. Ja, aber trotzdem kann man laufen gehen, das habe ich jetzt gemacht. Ich fahre jetzt wieder zurück nach Deutschland und werde da wieder meinen Sport betreiben. Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Sportvlog.